Leihwagen Eisenstadt widmet Ihnen die nachfolgende Sendung. Infos auf www.leihwageneisenstadt.at. Motor TV. Heute mit den Highlights vom Eisenstädter Autofrühling und einem Fahrbericht vom neuen Mazda 2. Die Top-Autohäuser in Eisenstadt laden auch heuer wieder zum Eisenstädter Autofrühling. Jede Menge Modellneuheiten, alternativ betriebene Fahrzeuge und verschiedenste Aktionen rund um Auto, Kinder und Familie sind in diesem Jahr die Hauptthemen. Der Eisenstädter Autofrühling ist eine super Sache geworden. Seit Jahren machen wir das jedes Jahr, also kontinuierlich. Und ich freue mich jedes Jahr schon, wenn die Zeit kommt, Autofrühling. Und ich glaube auch unsere Kunden auch. Die 8. Generation des VW Passat ist eines der Highlights im Autohaus Camper. Bei diesem Auto ist alles komplett neu und hochwertiger, beginnend beim Design über die Technologien bis hin zu den Motoren, die einen bis zu 20% niedrigeren Verbrauch aufweisen. Der hier gezeigte Kombi, der Passat-Variant, bietet ein beachtliches Kofferraumvolumen von bis zu 1780 Liter und ist in der TSI-Version mit 125 PS ab 30.900 Euro erhältlich. Die Passat-Limousine in der gleichen Version kostet ca. 1700 Euro weniger. Der Passat wird erstmals auch als Plug-in-Hybrid unter der Bezeichnung GTE angeboten, die eine Distanz von bis zu 50 km rein elektrisch fahren kann. Im Autohaus Bierbaum präsentiert sich der neue BMW 2er Active Tourer. Mit diesem Fahrzeug betritt BMW komplettes Neuland in der Klasse der Kompaktvans. Für die Fahrt in den Frühling bietet sich das neue BMW 2er Cabrio an, mit einem Leistungsspektrum von 184 bis 326 PS. Der facegeliftete 1er zeigt sich mit neuem Gesicht, neuen Heckleuchten und überarbeitetem Innenraum. Den neuen BMW 1er kann man ab sofort bei uns nicht nur besichtigen, sondern auch gerne Probe fahren. Bei Denzel steht der neue Hyundai i20 im Brennpunkt. Der Hyundai i20 ist das neueste Produkt von Hyundai und ist wirklich ein Auto, was sich in der kleinen Klasse fährt wie ein Mittelklasse-Auto. Es zahlt sich wirklich einmal aus, dieses Auto einmal zu fahren. Er ist deutlich gewachsen und bietet Ausstattungselemente, die man sonst nur von höheren Segmenten her kennt. Zu haben ist der neue i20 bereits unter 12.000 Euro. Mit dem Volvo XC60 liefern die Schweden ein innovatives Crossover-Modell mit Motoren der neuen Drive-E-Familie, die den Verbrauch um bis zu 30% senken. Die Basisvariante mit 136 PS ist ab 36.400 Euro erhältlich. Im Autohaus Weintritt gibt es unter anderem auch den neuen Ford Mondeo zu sehen. Im sportlich eleganten Design, mit neuesten Technologien und mit hochmodernen Motoren, die teilweise auch mit Allradantrieb kombinierbar sind. Das Leistungsspektrum reicht von 115 bis 240 PS. Der neue Ford Focus zeigt sich im markanten Design, mit neuem Look im Inneren, mit modernstem Konnektivitätssystem und mit einer Fülle bemerkenswerter Technologien für gehobenen Komfort. Bei Opel Horvath steht der neue Corsa im Rampenlicht, jetzt im frischen Look und mit neuem Fahrwerk. Der schicke Kleinwagen ist gemeinhin der Bestseller von Opel. Moderne Turbobenziner der neuesten Generation und komplett überarbeitete Turbodiesel sorgen für viel Leistung, viel Komfort, wenig Verbrauch und niedrige Abgaswerte im neuen Opel Corsa. Beim Kauf eines neuen Opels bekommen Sie jetzt bei uns einen Preisvorteil bis zu 2500 Euro und die Aktion ist gültig bis Ende März. Mit den Automarken Mazda und Suzuki präsentiert sich das Autohaus Yagis. Der brandneue Kompakt-SUV von Suzuki, der Vitara, steht als 1,6 Liter Benzin- oder Dieselmotor mit jeweils 120 PS zur Verfügung. Für beide effizienten Motorvarianten steht jeweils ein 4WD-Antrieb und erstmals auch ein 2WD-Antrieb zur Auswahl. Preislich startet er unter 18.000 Euro. Gewachsen, dabei aber unverändert leicht, zeigt sich hier der neue Mazda 2. Er bietet als einer der ersten Kleinwagen jetzt helle LED-Leuchten, sowohl am Heck als auch für die Frontscheinwerfer. Im Innenraum kennzeichnen das freistehende Farbdisplay und der zentrale Drehdrückregler die Armaturen. Neben den hochwertigen und stylischen Materialien im Innenraum kommen zahlreiche Technologien zum Einsatz, die normalerweise nur in höheren Fahrzeugklassen verfügbar sind.
Wir von Motor TV durften den Mazda 2 bereits testen. Sehen Sie im Anschluss einen Fahrbericht vom neuen Mazda 2. Das Toyota-Zentrum Stifter in Marz freut sich auf Ihren Besuch bei den derzeit stattfindenden Happy Days mit den aktuellen Toyota-Modellen. Beim Kauf eines neuen Toyota Verso wird jetzt ein Preisvorteil von bis zu 3.600 Euro geboten und zusätzlich aufpreisfrei das Panoramaglasdach und ein Satz Winterkompletträder. Erfahren Sie mehr im Toyota-Zentrum Stifter in Marz bei den Happy Days bis 21. März. Ungefähr einer von vier Menschen wird mit dem DRD47R-Gen geboren. Besser bekannt als das Abenteuer-Gen. Damit sind sie abenteuerlustiger, wagemutiger und besitzen einen großen Drang, immer wieder Neues zu entdecken. Einen inneren Antrieb, dem sie ab sofort nachgeben können. Der neue Discovery Sport. Abenteuer liegt in unserer DNA. Jetzt im Zizelic Auto Megastore in Wiener Neustadt und im Autohaus Strauß in St. Michael. Leihwagen Eisenstadt. Jetzt ab 29 Euro pro Tag. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at. Clever ausgestattet, mit selbstbewusster Optik, neuer Technik und bereits 2014 das Auto des Jahres in Japan. So präsentiert sich der neue Mazda 2. Mazda zeigt mit dem Zweier ein komplett neues Auto, das gegenüber seinem Vorgänger mächtig gewachsen ist, nämlich 14 cm länger und 2 cm höher und das bei einem unveränderten Gewicht von nur 970 kg bei der Einstiegsversion. Der um 8 cm längere Radstand kommt auch dem Platzangebot zugute, vor allem der Beinfreiheit, besonders im Fo und natürlich dem Kofferraum, der mit 280 Liter Volumen wirklich großzügig ausgelegt ist. Die 4 Meter und 6 cm lange Karosserie spiegelt die preisgekrönte Formensprache Kodo wider. Das ist auch für europäische Augen sehr schön anzuschauen und macht den Mazda 2 zu einem der attraktivsten Vertreter der neuen Kleinen. Auch innen zeigt sich der Mazda von einer schicken Seite. Die Armaturen sind klar gezeichnet und übersichtlich. Ein großes freistehendes Farbdisplay lässt sich intuitiv bedienen. Der zentrale Drehdrückregler liegt gut erreichbar in der Mittelkonsole. Fahrer und Beifahrer sitzen gut integriert mit schönem Ausblick nach vorn auf die lange Haube. Nicht nur optisch und beim Platzangebot, auch technisch hat der neue Mazda 2 zugelegt. Er übertrifft mit zahlreichen Assistenzsystemen, Sicherheitseinrichtungen und Ausstattungsmöglichkeiten bisherige Standards in der Kleinwagenklasse. So ermöglicht zum Beispiel eine drahtlose Smartphone-Anbindung dem Fahrer den sicheren Online-Zugang, um Internetradio zu hören oder Echtzeitverkehrsinfos fürs Navigationssystem zu bekommen. In den höheren Ausstattungsvarianten bietet der neue Mazda 2 als einer der ersten Kleinwagen jetzt serienmäßig helle, langlebige LED-Leuchten sowohl am Heck als auch für die Frontscheinwerfer. Ein installierter Spurhalteassistent erzeugt einen dezenten Warnton beim Überfahren von Begrenzungslinien. Unter der Haube wirkt ein völlig neuer 105 PS starker 1,5 Liter Dieselmotor. Mit einem Normverbrauch von durchschnittlich nur 3,4 Liter auf 100 Kilometer und einer CO2-Emission von 89 Gramm pro Kilometer ist das bis dato sparsamste und sauberste Mazda-Serienmodell. Neben dem Diesel stehen drei 1,5 Liter Skyactiv Benzinvarianten zur Wahl von 75 bis maximal 115 PS. Mazda verzichtet im Gegensatz zur Konkurrenz auf Hubraumverkleinerung und Turboaufladung, arbeitet dafür mit besonders hoher Verdichtung, welche den Wirkungsgrad des Motors steigert. Beim Fahren mit niedrigen Drehzahlen fühlt sich dadurch der Motor schon sehr kräftig an, wodurch ein niedertouriger und somit verbrauchsarmer Fahrstil gefördert wird. Eine Start-Stopp-Automatik ist bei allen Motoren serienmäßig. Der neue Mazda 2 lässt sich komfortabel und sicher bewegen. Serienmäßig überträgt ein Schaltgetriebe die Kraft auf die Vorderräder. Der 90 PS Benziner, den auch wir bei unserer Testfahrt fahren, ist der potenzielle Bestseller in der Mazda 2 Palette. Für ihn gibt es optional auch eine Automatik.
Die kostengünstigste Einstiegsversion des neuen Mazda 2 ist unter 12.500 Euro zu haben. Jetzt bei Jagis in Eisenstadt, Gredinger in Gols, Strnad in Marz, Kleinrad in Oberpollendorf, Schepper in Oberwart und Matisowitz in St. Michael. Leihwagen Eisenstadt widmete Ihnen die aktuelle Motor-TV-Sendung. Infos auf www.leihwageneisenstadt.at.